Herr Bächtiger, Schweizer sind eigentlich für Uhren bekannt. Und Sie kommen auf Wetterhäuschen. Was war der Grund? Der Grund war eigentlich schon sehr früh mit der Geschichte von unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde in Horgen, 20.000 Einwohner, hatte es ein altes Wetterhäuschen, eine Wettersäule, sagen wir. Und ich habe die Geschichte von vielen Gebäuden, ich habe die Geschichte von Einrichtungen studiert, geschrieben, Artikel geschrieben. Und da war das Wetterhäuschen dabei. Und die Geschichte im Hintergrund hat mich dann zur Bedeutung von solchen Einrichtungen, denkmalpflegerische Bedeutung geführt. Und ich habe dann sehr viele Unterlagen zusammengestellt und die Geschichte so präsentiert. Jetzt feiert nun Weidhofen 150 Jahre Statutarstadt und Weidhofen hat ganz ein spezielles Wetterhäuschen, deswegen sind Sie auch angereist. Was ist das Besondere an unserem Weidhofener Wetterhäuschen? Das Wetterhäuschen von Weidhofen hat eine ganz besondere Bedeutung. Auf das Erste ist es ein Unikat. Also es ist geschaffen worden mit diesen schmiedeisernen Baldachin, den wir da sehen. Es ist geschaffen worden mit der Türmchenform, die sehr angeglichen ist an die Türme da von Weidhofen. Und das ist einmalig, europäisch einmalig. Es ist speziell im Aufbau und in der Geschichte, die dahinter ist. Und das hat mich besonders fasziniert. Wie viele Wetterhäuschen beobachten Sie in Europa und gibt es etwas Ähnliches, das Sie mit Weidhofen vergleichen könnten? Also in Europa habe ich etwa 1500 Wetterhäuschen oder Wettersäulen inventarisiert. Die Geschichte, die verschieden ist im Umfang von jeder Wettersäule, gibt es die Zahl der Dokumente, die ganz unterschiedlich sind. Und Weidhofen hat eine besondere Stellung. Eine besondere Stellung von der Entwicklung, aber natürlich auch von der Geschichte, was alles mit diesem Wetterhäuschen passiert ist. Das ist unglaublich. Und was am meisten faszinierend ist, ist der Einsatz für dieses Wetterhäuschen. Karl Piatti hat eine unglaubliche Energie gezeigt, um dieses Wetterhäuschen zu retten, um dieses Wetterhäuschen am alten Platz wieder erscheinen zu lassen. Ich habe seine Artikel über fast Jahrzehnte verfolgt und bewundert, was alles da passiert ist. Und der Einsatz von ihm, aber auch von seinen Mitstreitern ist einmalig. Und das ist natürlich in Europa leider nicht immer der Fall. Es gibt Wetterhäuschen, für die ich kämpfe und die dann trotzdem nicht mehr aufgestellt werden. Oder es gibt Wetterhäuschen, die ausgeschlachtet werden, die Instrumente werden weggenommen, die historischen Teile werden verkauft auf dem Markt, sind die weg und das ist natürlich jammerschade. Sie haben ja einige Vorschläge, was hier noch angebracht werden könnte. Ja, ich habe mir das Häuschen sehr genau angeschaut. Es ist wunderbar und es verdient ein Kompliment, wie es gestaltet ist. Aber, und das ist natürlich schon zwei, drei Sachen, die man anders machen könnte. Das eine ist, man könnte hier auf dieser Seitenplatte eine Platte anbringen mit dem Datum der Erstellung des Wetterhäuschen, also 1897. Und auf dieser Platte müsste man auch den Verschönerungsverein erwähnen, der Sponsor oder Initiator damals war von der Säule. Und was auch an den meisten Säulen noch vorhanden ist, ist die Meereshöhe, also noch gewisse geografische Angaben, die man da auch festlegt. Also meistens
hier vielleicht 387 Meter über Meer oder so etwas, das würde ich noch anbringen. Aber Sie haben auch einen Vorschlag, der mit der Neuzeit zu tun hat. Ja, für mich ist natürlich Wetter ein ganz aktuelles Thema. Klima, alles, was da zusammenhängt, ist etwas Wichtiges. Und ein Wetterhäuschen in der Form, wie wir es hier haben, zeigt natürlich auch die Entwicklung auf. Was vor 100 Jahren war und was heute ist, müsste man da in diesem Wetterhäuschen für die Leute kenntlich aufzeigen. Und da wäre ein Beispiel, dass eine automatische Anzeige an der anderen Seite von diesem Wetterhäuschen anbringen würde, wo das Weltklima, die Angaben über Temperatur, über Druck und so weiter aktuell aufgezeigt würden und natürlich auf die weitere Zeit dann verglichen werden kann. Man hat Aufzeichnungen von Jahrzehnten immer wieder und das ist schön, wenn man diese Entwicklung auch in die Zukunft weiterführt.